Das war ja mal ein Spaß hier im letzten Part in Mama Loop. Wir haben gerade mal 4 Level hier in dieser Welt geschafft. Aber dasselbe hatten wir auch in Welt 4, und zwar in Ozeanien. Da haben wir auch im ersten Part nur 4 Level geschafft und dafür im zweiten Part die komplette restliche Welt. Und dementsprechend versuchen wir das einfach heute nochmal, würde ich sagen. Und wir legen los mit Saftladen hier in diesem neuen Part Donkey Kong Country Tropical Freeze im extra schweren Modus. Funky stürzt sich mal wieder rein ins Abenteuer. Oh yeah. Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie wir uns jetzt anstellen werden in der restlichen Welt. Ich habe irgendwie, vor allen Dingen vor Saftladen habe ich noch ein bisschen Angst. Dann Eis im Spiel, das rede ich mir irgendwie ein, dass das einfach ist, aber ja, ich weiß nicht, ne? Es ist, hat natürlich auch so seine Schwierigkeit. Hat natürlich auch so, und da bin ich tot. Ja, das geht gut los. Das geht gut los. Na gut, das war ein kleiner Auftakt, das war ein kleines, ein bisschen Aufwärmen, würde ich das jetzt mal nennen. Das zählen wir auch einfach nochmal dazu zum Aufwärmen. Das war, es geht besser. Und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt kommt der erste richtige Versuch, würde ich meinen. So, wir töten den Vogel, töten dich und düsen jetzt hier einfach, ohne zu warten, volle Kanne durch, töten den Fisch und ab nach oben. So, das war doch schon mal besser, würde ich meinen. Das war doch schon mal um einiges besser. Dann können wir den hier töten und da sehe ich das K. Das ist der erste Buchstabe. Damit hätten wir schon mal 25% des Levels gesehen. Das ist doch schön, oder? So, und den können wir sogar töten mit Funky. Das ist doch auch praktisch. Da unten sehe ich einen Hai. Ich bin jetzt nicht so der Fan von Haien. Hi, hi. So. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der Levelaufbau war, ne? Deswegen sollte man das halt aufnehmen, nachdem man das Spiel auf Zeit gemacht hat. Weil dann kennt man den Levelaufbau noch. Das da unten ist, glaube ich, unwichtig. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal weiter. Den Pinguin brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Dann natürlich aufpassen vor dem Soda-Vogel hier. Mit seiner Limone oder auf was auch immer der da rumreitet. So. Wir können auch in die Stacheln. Das ist mit Funky ja nicht das Problem. Was ist hier unten, wenn ich fragen darf? Ist hier das O? Ich weiß es nicht. Wir können ja auch ewig unter Wasser bleiben. Ne, hier ist nur ein Puzzleteil. Alles klar, weil Funky hat ja hier seine... Ah, verdammt, die habe ich nicht gesehen. Funky hat ja seine Taucherbrille eingepackt, ins Gepäck hier, in die Reise. Deswegen ist das mit Funky alles so ein bisschen... Ein klein bisschen chilliger. So, auf geht's, Funky. Einfach hier quer durch. Gar nicht lange warten hier. Auch hier gar nicht lange warten. Okay. Vielleicht sollte man ab und zu doch warten. Vielleicht schadet das den einen oder anderen nicht. Na gut. Jetzt kenne ich das Level wieder halbwegs. Wir haben zwar es nur bis zum K gesehen und ich bin jetzt schon der Meinung, ich kenne das Level wieder. Aber hey, so bin ich nun mal. Ne? Wir haben erst 3 Minuten im Part. Ich habe noch nicht vor zu schneiden. Wenn es natürlich zu lang dauert, dann werde ich auf jeden Fall schneiden. Das seid ihr ja von mir gewohnt. Hier in diesem Let's Play. Aber ja, vorerst bin ich der Meinung, ist es jetzt noch nicht so schlimm. Ne? Deswegen passt das ja jetzt. Gerade noch. Ich sollte aber aufhören mit so unnötigen Fails, vor allen Dingen. Ach Mann. Was soll denn das? Vor allen Dingen diese unnötigen Fails. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder irgendeiner in den Kommentaren daher, der das Spiel nicht kennt und sich so denkt, Alter Ultra, der Vogel springt auch jedes Mal hoch. Wieso gehst du da unten nicht durch? Das da unten ist Gift. Der Vogel hinterlässt da Gift. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube einfach sein Kot, ne? Ist giftig. Keine Ahnung. Jedenfalls kann ich da unten nicht lang, wenn der Vogel in der Luft ist. Das heißt, ich muss da wirklich warten. So. Bis zum K funktioniert's. Aber übers K drüber hinaus, das ist dann schon die Schwierigkeit. Und das ist traurig, dass das schon die Schwierigkeit ist. So, wir können nämlich hier einfach weiter ohne Probleme. Dann gehen wir hier rein. Dann warten wir hier, bis die Früchte ihren Weg gegangen sind. Düsen hier hoch. Wir haben ja auch keine Luftprobleme, ne? Das ist es ja auch. Das kommt ja auch dazu. Es wäre viel schlimmer, wenn wir noch Luftprobleme hätten. So, dann gehen wir da durch, töten den Vogel. Ich habe Angst vor der Wasserpassage. Es gibt ja noch eine viel krassere... Ah, das war schlecht, aber egal. Wir können ja eh direkt sofort wieder hoch.
Es gibt noch eine krassere Wasserpassage hier in dieser Welt. Eine extrem lange Wasserpassage vor allen Dingen. Und vor der habe ich verständlicherweise Angst. Sehr schön, das O haben wir bekommen. Wäre jetzt auch nicht das Problem gewesen, wenn nicht, weil ich hätte ja sowieso... versteht er? Sowieso, oh. wäre das ja mit Funky gespeichert geblieben. Deswegen ist das ja mit Funky auch ein bisschen einfacher, der Modus hier. Weil du halt nicht alles holen musst, immer. Okay, hier muss ich das ja rausziehen, damit da der Saft runtergeht. Genau. Sehr, sehr schön. Dann auf den Pinguin. Hier gehen wir nach oben. Oh, ich glaube, hier gab's das N. Hier gab's richtig ekelhaft das N, glaube ich. Mhm. Durch. Das ist nur ein Puzzleteil. Das brauche ich dementsprechend nicht. Okay, das N gab's also doch hier unten. In der schlimmsten Unterwasserpassage im gesamten Level. So, wir gehen unten lang. Ich glaube, unten lang war sowieso die richtige... Nein, war es. Natürlich war es nicht. Natürlich war es das nicht. Ich glaube, hier ist es auch, wenn er das jetzt mit nicht mit Funky spielt, dann nehmt ihr hier am besten Diddy. Oh, shit. Oh, es ist scheiße. Ja, ja. Ich hasse diese Passage. Es ist wirklich die schlimmste im kompletten Spiel. Auch Spiel auf Zeit. Diese Passage, Leute. Diese Passage. Schrecklich. Hier kannst du so leicht ein Leben verlieren. Und zwar hier an der Stelle, wo es so nach oben geht. Wie gesagt, Funky kann unendlich unter Wasser bleiben. Deswegen spielen wir mit ihm am besten einfach... doppelt und dreifach so vorsichtig. Sehr schön. So. Die Stelle ist auch kacke, aber hier kann ich einfach mit einem Sprung rüber. Dann müssen wir da unten gar nicht mit dieser Stachelfrucht dealen. Deal with it. Nee, nee. Kein Bock heute. So, auf den Truthahn hier aufpassen. Zu Hackfleisch verarbeiten. Geschnetzeltes. Was ist das denn? Aha. Aha. Hey, ihr seid doch des Wahnsinns. Die kriege ich nicht. Perfekt. Oh mein Gott. Einfach ins Ziel. Einfach ins Ziel. Komm, verpisst euch. Ihr tötet mich jetzt nicht mehr. Ich will ins Ziel. Dankeschön. Oh mein Gott, 8 Minuten. Aber ich musste nicht schneiden. Ist das geil. Das Level, vor dem ich am meisten Angst habe, kriege ich natürlich hin. Oh mein Gott. Das ist geil. Sehr schön. Marmeladenpromenaden, das nächste Level. Wie stelle ich mich hier an? 5B. Wenn wir da jetzt wieder 8 Minuten brauchen, dann gehen sich nicht mehr viele Level in dem Part aus. Wenn ich es mal so sagen darf. Deswegen reiß dich zusammen, Funky. Du magst zwar eine coole Funky-Sonnenbrille aufhaben, aber letzten Endes bist du genauso ein Noob wie auch die anderen Kongs. Vor allen Dingen in diesem Modus. Weil du halt auch hier One-Hit bist. Genauso wie alle anderen. Du hast nur ein paar mehr Moves als alle anderen. Show me your moves, Funky! Dass ich den... Das war... interessant, würde ich behaupten. Mehr würde ich dazu auch gar nicht sagen. So, was Gute ist, Funky kann die Häschen hier töten. Das ist praktisch. Weil dann hast du hier... in dem Bereich... schon mal weniger Hindernisse. Dim, 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 düdel, düdel, di. Dim, 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 düdel, 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 dim, di. So, auch hier, den können wir töten. Alles schön mit der Ruhe angehen hier. Alles schön ruhig angehen. Das O nehmen wir mit. Vorsicht vor dem Tukan hier. Dem Tukan-Vieh. Ich weiß gar nicht, was es für ein Vogel ist.
Wenn wir ehrlich sind, ich will es auch gar nicht wissen. So. Jetzt kam die Scheißstelle. Die ist fies. Die ist sehr fies. Weil ich hier... Okay, wir haben es, glaube ich. Aha. Das regeln wir einfach so, würde ich behaupten. Und dann springen wir einfach hier rüber, retten uns mit einem Doppelsprung und weiter geht's. Sehr schön. So. Aber jetzt geht der Spaß ja erst los. Und zwar hier irgendwie nach unten kommen. Ihr seht schon, das ist nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Scheiße, ich muss mich ja hier fallen lassen. Okay, okay. Und los. Oh mein Gott. Der Scheiß hat Funkys Arsch berührt. Funkys Arsch stand da gerade unter Stacheln. Leute. Leute von heute. Funkys Arsch. Hör auf, über Funkys Arsch zu reden, Ultra. Hör auf, über Funkys Arsch zu reden. Wann komme ich hier durch? Jetzt. Ey, wir sind so nah, ne? Wir sind so nah. Das in der Mitte kann mir nichts. Da kann ich durchrollen. Hoffentlich. Perfekt. So, hier gab es doch irgendwo eine Bombe, mit dem man vielleicht den Pinguin wegbekommt. Aber wir scheißen einfach drauf. Und da hinten ist das Ziel. Da hinten ist das Ziel. Wir brauchen nur noch das G. Berühren dann die Fässer und das Zielfass. Oh mein Gott, geil. Geiler Run schon wieder. Ja, manchmal muss man es einfach mit Ruhe und Gemütlichkeit machen. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und hör auf zu singen, sonst klicken alle Leute das Video weg. Alles klar, nächstes Level, Gelee Fatal. Bis jetzt, wär's auf jeden Fall noch drin, die Welt abzuschließen in dem Part, würde ich meinen. Der Boss ist jetzt, glaube ich, nicht so ein krasses Problem. Und Gelee Fatal, K-Level und Eis im Spiel, also die Level, die jetzt noch offen sind, sind jetzt nicht dafür bekannt, die längsten Level zu sein. Die Frage ist halt nur, wie schwierig sind sie, wenn man nur ein Herz hat. Wir haben ja alle schon mal beendet, ne? Das ist es ja. Wir haben alle schon mal geschafft ohne... Das wusste ich nicht, dass da das K ist. Dementsprechend bin ich da natürlich gerade dran vorbei. Elegant. Elegant. Aber egal. Ist ja eh direkt am Anfang. Deswegen sehe ich das jetzt auch gar nicht so schlimm an. Gibt Schlimmeres. Wie zum Beispiel das K verpassen. Das G verpassen. So wollte ich sagen. Das K verpassen, das kann jedem mal passieren. Jetzt bin ich halt nur wieder, man sieht schon, so voreilig. Jetzt will ich einfach weiter. Die ganze Zeit. Und dementsprechend bin ich jetzt natürlich auch schlechter unterwegs. Leider. Deswegen, vielleicht spielen wir doch wieder ein bisschen längsamer, Ultra. So, und damit hätten wir es. Sehr schön. Ich muss echt aufpassen, dass wir hier ja nichts übersehen. Sehr schön, die Biene hat's weggefetzt. Und da oben sehe ich das O. Dafür brauchen wir aber den größeren Block. Da kommt selbst Funky mit seinem Doppelsprung nicht ran. Damit hätten wir 50% des Levels schon gesehen. 50% schon. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Und damit hätten wir 75% des Levels gesehen. Also, kannst mir sagen, was du willst. Aber das Level ist nicht schwierig. Das Level ist wirklich nicht schwierig. Das ist selbst im Spiel auf Zeit absolut machbar. Außer natürlich, du machst sowas. Wie der Ultra jetzt gerade. Indem er denkt, hey, ich treffe die Plattform fährt vom Ultra weg und die Biene, die macht den Rest. Das war, ich würde es als gutes Teamwork bezeichnen, was die da gerade gemacht haben. Nun, hilft nix. Darüber jammern ist auch vollkommen egal. Buchstaben müssen wir zum Glück nicht mehr sammeln, das heißt, ab jetzt einfach nur noch durchkommen. Die Biene treffe ich von oben, das ist nicht das Problem, das ist sehr schön, das O können wir ignorieren.
Ich habe Angst, dass das G vielleicht noch beschissen ist, aber... Finden wir es doch einfach raus. Wir sind ja schon wieder beim N. Zack. Zack. Über die Eulen. Crazy Sprünge hier über die Eulen. Diesmal habe ich die Plattform sogar erwischt. Ich bin ja selbst ein bisschen froh drum. So, da oben war nur ein Puzzle da. Da kommt selbst Funky so hoch. Da brauchst du nicht mal Skill dafür. Mit dem guten Funky. Dann hier wieder aus dem Wackelpudding raus. Und weiter geht die Reise. So, ich habe Angst, dass hier irgendwo das O aufploppt. Aber bis... Das G aufploppt. Aber bis jetzt... Nix los hier! Nix los hier. Ah, guck mal, da ist das G. Sehr schön. Damit hätten wir alle Buchstaben. Das Puzzleteil nehmen wir auch nochmal mit. Warum nicht? Sehr schön. Das sieht man doch gerne. Hier richtig geil. Okay, Vorsicht hier. Sagte er und traf die Liane nicht. Sagte er und traf die Liane nicht. Komm, wir versuchen. Da bin ich jetzt wirklich selbst schuld an dem Tod. Wir versuchen, den Boss noch in den Part reinzukriegen. Und dementsprechend, meine Damen und Herren, folgt jetzt ein Schnitt. Okay, ich bin wieder hier. Ich habe sogar ein bisschen zu spät gestartet, die Aufnahme wieder. Egal. Ich werde es wahrscheinlich ein bisschen früher dann reingeschnitten haben und ihr werdet euch gewundert haben, wieso redet denn der Ultra nix? Naja, ganz einfach. Weil ich halt nicht gemerkt habe, dass ich schon wieder an der Stelle bin, weil das Level ist halt wirklich einfach. Gut, am Ende hätte ich jetzt noch verkacken können, weil ich da ein bisschen zu voreilig mich einfach durchgeballert habe, aber ich wusste ja, dass das halbwegs funktionieren dürfte, weil wir haben das ja auch so gemacht im Spiel auf Zeit. Gut, dann sind wir ja schon bei Eis im Spiel. Also auch der extra schwere Modus geht gar nicht mehr lang hier in diesem Let's Play. Den haben wir auch bald erledigt. Nur noch wenig Parts von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Aber gut, das Spiel läuft ja auch schon lang genug. Das Let's Play läuft ja schon lang genug. Und zwar, um genau zu sein, seit Release, das wären jetzt in dem Fall über ein Jahr. Aber da soll mal jemand sagen, dass dieses Spiel hier zu kurz ist. Das kann man ganz eindeutig nicht sagen. Denn ich habe mittlerweile 80 Spielstunden, glaube ich. Und ich habe wirklich alles bis jetzt gemacht. Ich muss jetzt halt noch, den extra schweren Modus von Welt 5 mit Funky. Und, oh Gott, das endet übel. Ein Glück, dass das nicht schief ging gerade. Der Wahnsinn. Ja, ab Welt 5 mit Funky den extra schweren Modus. Und ansonsten... ab Welt 5 noch den extra schweren Modus mit Donkey Kong. Also im Standardmodus. Und sobald ich das geschafft habe, habe ich alles. Wirklich alles. So, dreht der um? Der dreht tatsächlich um. Meine Güte, ist der langsam. Komm her, Freundchen. Ich erlöse dich von deinem Leiden. Niemand betreibt gerne Sport. Vor allen Dingen spielt niemand gerne Sport in einer Winterwelt. So, hier bin ich ein bisschen dankbar für das Puzzleteil. Uiuiuiui, Feuereulen, Feuereulen, Feuereulen. Die habe ich nicht gesehen, das hätte schief gehen können. Umso dankbarer bin ich, dass es nicht schief gegangen ist. Sondern es geht einfach weiter. Ohne Unterbrechungen. So, hier müssen wir nach oben, dann müssen wir hier... Das hat gut funktioniert, auf die Eule, sehr schön. Ja, und jetzt wird schon... Jetzt wird schon wieder ein bisschen gefährlicher hier. Vor allen Dingen, wie mache ich denn das? Kann ich da einfach... Ich kann da einfach tatsächlich durchrollen, sehr schön. So, hier weiß ich nicht, was da für Gegner kamen, aber ich glaube, irgendein beschissener Gegner kam. Und ich glaube, das war auch der beschissene Gegner. Ich sterb.
bitte nicht. Oh mein Gott. Yes, Mann. Wir sind am Ende. Oder nahezu am Ende. Denn das ist die letzte Passage. Und jetzt hier an den Eisklötzen verrecken. Und ich hasse mich. Ich mach's aber auch viel zu knapp. Oh mein Gott. Da dadli dai. Richtig geil gemacht. Super cool, funky. Du bist der Beste. Yeah. Oh, sehr schön. Oh, es läuft, es läuft, es läuft. Wie ich es gesagt habe. Im ersten Part schaffen wir immer nur 4 Level und dann im zweiten Part geht's einfach ab. Dann wrecken wir die restliche Welt durch. Super. Aber dieses Projekt war ja auch am Anfang ein bisschen anders geplant, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen jetzt zu erzählen, während wir 5K spielen. Ich hatte dieses Projekt eigentlich ja auch so geplant, dann später im extra schweren Modus, dass ich jedes Mal, wenn ich faile in einem Level, bis zu dieser Stelle wieder hinschneide. Und, okay, ich glaube, das ist ein recht easy K-Level. Gucken wir mal. Dass ich jedes Mal wieder bis dahin schneide, bis zu dieser Stelle. Und ja an sich nicht immer 50 Versuche sehen müsst, wie wir es jetzt zum Beispiel in Level 1 hatten, weil da bin ich ja doch recht häufig gestorben. Aber ich habe dann gemerkt, das ist tatsächlich einiges an Schnittarbeit und, ja, als Let's Player, ne, da tut man sich ungerne Schnittarbeit an. Mache ja die Videos so, dass sie mir Spaß machen und, wenn ich im Nachhinein dann dran denken muss, jetzt musst du da 30 Mal schneiden oder so, ne, das macht dann keinen Spaß. Und noch dazu gehe ich nebenbei zur Schule, dementsprechend habe ich vor allen Dingen wenig Zeit, da irgendwie Videos zu bearbeiten, es sei denn, geschweige denn überhaupt mal Videos aufzunehmen, weil vor allen Dingen jetzt, Ende des Jahres mal wieder richtig viel zu lernen. Okay, die bouncen mich ab, das ist ja interessant. Das ist sehr interessant, weil da komme ich damit Funky relativ schwer durch. Aber ich habe gesagt, wir machen alles mit Funky. Ich bin mir relativ sicher, wir haben bis jetzt noch nie gewechselt. Außer eben im ersten Part. Da habe ich euch nämlich die anderen Kongs mal demonstriert. Aber ansonsten sind wir immer mit Funky unterwegs gewesen. Ich würde nämlich gerade gerne auf Diddy wechseln, um ehrlich zu sein. Denn die Stelle kann ich mir mit Diddys Jetpack relativ einfach vorstellen. Aber wir sind ja durch. Wir sind ja durch. Jetzt müssen wir uns nur ein bisschen gedulden. Zack, auf die Plattform. Und weiter geht's. Kein Problem. Ist wirklich eines der leichtesten K-Level. Auch hier das Spiel auf Zeit. Dürfte jeder Hinz und Kunz hinbekommen. Hoffentlich. Falls ihr es nicht hinbekommen habt, dann guckt doch gerne mal in meine Livestream-Wiederholung rein. Denn dort haben wir ja, wie ihr wisst, alle Shiny Goldzeiten mit Herzchen geholt. Nicht mit Funky, sondern sogar im Standardmodus mit Donkey Kong. Weil mit Funky habe ich es dann offscreen schon gemacht, damals, als das Spiel rauskam, tatsächlich. Also, wirklich. Da saß ich, glaube ich, eine Woche dran und hatte dann überall Shiny Gold mit Herzchen mit Funky. Also, mit Funky ist es tatsächlich noch ein bisschen einfacher. In jedem Level. Es gibt aber auch Level, ich habe das auch im Stream erzählt. Die kann man Shiny Gold mit Funky gar nicht schaffen. Das finde ich relativ fies. Weil sie haben die Zeiten ja doch teilweise an Funky angepasst, aber nicht in jedem Level. Deswegen finde ich das so ein klein bisschen assi von den Entwicklern. Ernsthaft? Ich bin jetzt da verreckt? Wir waren doch schon durch. Wir waren doch schon durch. Jetzt darf ich mir hier das nochmal geben und vor allen Dingen dürft ihr euch das nochmal geben. Vielleicht sollte ich schneiden. Wir machen noch einen Versuch gemeinsam, Leute. Ein Versuch noch, okay? Der könnte jetzt hier enden. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wird er hier enden. Nein, tatsächlich wird er nicht hier enden. Das finde ich sehr, sehr schön, dass der nicht hier endet. Ich mag aber Funkys riesen Hitbox nicht. Der Typ hat so einen Dickschädel. So, sehr schön. Aber Konzentration braucht man hier halt trotzdem noch. Da hilft alles nichts. Ich dachte tatsächlich, ja komm, easy let's play. Ratterst du runter, du bist eh Babbo hier in dem Spiel. Kannst nebenbei ein bisschen was erzählen. Ja, denkst du? Falsch gedacht, lieber Ultra, falsch gedacht.
So krass, wie du dich dir vorstellst, so krass bist du gar nicht in dem Spiel. Das Spiel fordert trotzdem noch einiges von dir ab. Mhm. So. So. Das ist halt mit Funky sogar noch einfacher an sich. Weil unser guter Funky halt sogar in der Luft gleiten kann. Das Problem ist halt, damit Funky in der Luft anfängt zu gleiten, muss ich den Doppelsprung setzen. Und der ist halt eben hier in diesem Level gerade das Hindernis, weil meistens haust du dir halt dann den Kopf an Stacheln an. Und wir alle wissen, dass das keine so schöne Sache ist, aber kein Problem. Kein Problem! Das ist richtig easy, nimm's mit! Yeah! Bringt halt nur nichts mehr, ne? Welt 9 ist ja schon offen! Sehr schön! Gut, dann First Try beim Boss, oder wie sieht's aus? Punch mit Punch! Wird ein kleiner Überlängenpart, aber nicht so schlimm, würde ich denken. Oh yeah, da ist er wieder. Unser Herr der Stunde. Und ich lasse die Cutscene wieder durchrennen, aber ich werde drüber kommentieren. So habe ich es bei jedem Boss gehandhabt, denn wir haben es bereits im Haupt-Let's Play einmal ohne Commentary gesehen. Jede Cutscene, also auch die von Funky und die von Donkey Kong und Co. Da denke ich mir dann halt so jetzt hier, muss nicht sein. Muss nicht sein, dass ich da jetzt nochmal meine Fresse halt. Seid froh, seid dankbar, dass ich sie wenigstens drin lasse und ihr sie zu Gesicht bekommt. So, wir haben den Boss ja eigentlich im Shiny Gold versucht, mega gerackt. War ja so blöd und habe aus Versehen eine falsche Zeit gespeichert und dementsprechend mussten wir uns nochmal extra mehr bemühen. Was natürlich den Boss sehr, sehr schwierig gemacht hat auf Shiny Gold, aber egal. Ich sollte. Ja. Ich sollte lernen, auf welchen Knopf ich Eis kaputt schlage. Yeah, Bro! Was geht? Was machst du? Ich weiß halt auch gar nicht mehr, was er macht, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube, jetzt dürfte er wieder mit seinem Hammer auf mich losgehen. Nee. Anscheinend nicht. Das habe ich gut gemacht. Das habe ich sehr gut gemacht, ist aber egal. So, Phase 1 überstanden. Kommen wir zu Phase 2. Irgendwann schießt er auch Eis. Ich weiß nur nicht wann. So, hier haben wir jetzt eh genug Zeit zum Reagieren. Da müssen wir jetzt auch gar nicht versuchen, den vorzeitig irgendwie zu erwischen. Weil das vollkommen egal ist hier. Wir brauchen kein Shiny Gold. So, jetzt springt er hier ein bisschen. Macht hier einen auf fröhlicher Eisbär. Und dann geht's in Runde 2, was das Drehen angeht. Hui! Ach, macht das Spaß. Über das Eis schlittern. Hui! Weißt du, was nicht Spaß macht? Das Kopfweh, was du nach diesem Kampf haben wirst. Und vor allen Dingen den Pelz, den musst du auch wieder waschen. So, ich habe keine Ahnung, was er jetzt macht. Irgendwann hat er geschossen mit seinem Hammer, das weiß ich noch. Bin doch nicht blöd. So. Eieieiei, Brudi, du bist ganz, ganz schnell unterwegs gerade gewesen. Hilfi. Okay. Geh mal ganz kurz hier rüber. Funkys Doppelsprung kommst du da auch easy rüber. Zweite Phase überstanden. Ah, der Boss dauert halt aber auch 3 Minuten immer. Jedes Mal, wenn du ihn spielst. Und länger.
Sehr schön. Ah, irgendwann hat er mit seinem Hammer nochmal ausgeholt, das weiß ich. Nicht jetzt. Okay, jetzt dürften dann das Schießen vom Eis kommen. Genau, ich weiß noch nicht mehr. Ich glaube, der vierte war ein Faker. Der hatte ja auch so einen Rhythmus. Ja, war mir klar. Und der letzte kam nochmal extra schnell. Und jetzt geht er mit dem Hammer wieder auf mich los. Ich glaube, ich ignoriere einfach da den Treffer oder wir nehmen ihn. Weil hier ist er extrem schwer zu treffen. Und? Weiß nicht, was er macht. Nochmal Bombenspaß. Okay. Und jetzt war es, glaube ich, der vierte Eisblock. Mit der Bombe, genau. Habe ich gut gemacht. Shit, was kam denn jetzt? Oh, jetzt wird er nochmal mit seinem Hammer. Warten wir noch eine Runde, noch einen Sprung. Und stirb, Freundchen! Tatsächlich mal wieder ein First Try. Gut, ich habe auch extrem langsam gespielt. Ich gebe es ja zu. Aber das Ergebnis ist, was zählt. Und das sitzt. Und zwar richtig in die Fresse. Sehr schön, damit hätten wir Marmaloop Welt 5 zu 100% abgeschlossen, was ihr anhand dieser Statistik hier gerne überprüfen dürft. Und im nächsten Part starten wir in die letzte Welt, die Donkey Kong Insel. Ich würde mich da freuen, wenn ich euch da wieder begrüßen dürfte. Und wir gucken mal, wie viel wir denn dort dann First Try hinbekommen. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.